Vom kleinen Coaching von unterwegs hier aus München zum Thema Telefonakquise, seriöse Telefonakquise, und hier mal das Thema herausgepickt: Konversionsrate in der Telefonakquise. Denn ich mache ja auch seit 2004 sowas, Online-Marketing, und da geht's natürlich, da dreht sich alles um die Konversionsrate. Und bei Telefonakquise, wie ist denn da die Konversionsrate? Und da scheint mir, dass viele auch eine völlig falsche Vorstellung haben, weil man da eben nicht so wie im Online-Marketing, ja, ganz konkret diese ganzen Tools hat, Analytics-Tools, die das einfach so richtig beinhart ausspucken, ja, wo man auch nichts so falschen kann. Und ja, bei der Konversionsrate in der Telefonakquise sollte man einfach eines bedenken, ja. Dass man hier je nach Branche natürlich wieder unterschiedlich, je nach Branche und nach Markt und nach Land und so weiter und so fort. Aber ich kann wirklich aus der Summe der Jahre, wo ich das schon mache und auch Teams aufgebaut und geleitet habe und so weiter, kann ich sagen, dass man in der Regel, ja, 20 Entscheidergespräche benötigt, um einen Wert, also wirklich einen werthaltigen Termin zu generieren, ja. Und um diese 20 Entscheidergespräche sozusagen zu generieren, ja, an sich, benötigt man mindestens, ja, 2 bis 3 Tage, wenn nicht noch länger. Es gibt auch Phasen, da dauert das eine ganze Woche, ja. Und man sollte hier auch eines nicht vergessen, dass einfach so diese 0815 Kaltakquise der, ich weiß nicht, der 80er oder 90er Jahre, ja, dass die überhaupt nicht mehr existiert. Die ist einfach nicht mehr existent, ja. Das heißt, die meiste Arbeit liegt nicht im Gespräch, ja. Da soll sowieso ein guter Akquisiteur, der soll sowieso zu 80 oder 90% nur zuhören, ja. Und Notizen machen, ja, das sage ich immer wieder. Aber die meiste Arbeit liegt wirklich in der Vorbereitung, und zwar aus dem Grunde, wenn ich den Hörer in die Hand nehme und ich tatsächlich den Entscheider erreiche, dann soll der das Gefühl haben, und das ist nicht nur ein Surplus, ja, sondern ein Must-Have. Ja. Der muss das Gefühl haben, dass du absolut vorbereitet bist, absoluter Experte bist auf deinem Gebiet. Ja. Das reicht einfach nicht, dass du dich ein bisschen irgendwo einliest und einfach viele, viele Calls machst und einfach viele Gespräche führst. Ja. Und das gilt insbesondere für Leute, die in Callcentern arbeiten oder auch beim Hersteller, bei Dienstleistern, egal wo. Ja? Also es gilt für alle Leute, denn die Entscheider erwarten einfach, dass sie von Leuten angerufen werden, die sozusagen fachlich und vielleicht sogar auch von der Ranghöhe her einigermaßen in Augenhöhe sind zumindest, ja, nicht komplett identisch und so weiter, das wird nicht erwartet, aber einigermaßen, ja. Und du hast einfach eine viel höhere Chance der Konvertierung, ja, wenn du diesen Eindruck vermitteln kannst, ja. Du bist ja nur am Telefon und du musst den Eindruck ja wirklich nur vermitteln, ja. Es interessiert nicht mal jemanden, ob du im T-Shirt da rockst oder mit einer Krawatte. Du musst aber es schaffen, diesen Eindruck zu vermitteln, und das kannst du nur, wenn du dich entsprechend vorbereitest, ja. Auf die Firma, die du anrufst, auf den Entscheider, den du anrufst, dich vorbereitest, dich schlau machst und auch ganz ja, in der Tiefe über alle Produkte und Dienstleistungen, die du anbietest. Ja. Es reicht eben nicht, wenn du dich einfach mal kurz übers Wochenende einliest, es sei denn, du bist wirklich ein sehr schneller, ja, hast eine sehr hohe Aufnahmefähigkeit, sehr schnelle Aufnahmefähigkeit, und selbst dann, ja, brauchst du ein paar Tage länger. Ja, hier nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Ja, also Konvertierungsrate, du brauchst mindestens 20 Entscheidergespräche für einen wirklich werthaltigen Termin. Ja. Und für 20 Entscheidergespräche brauchst du Minimum 2 Tage, ja, Vollzeittage, wo du richtig Power gibst. Ja. Und da ist die Recherche das alles noch gar nicht mit dazu gerechnet. Ja. Und diese Kennzahlen sollte man vielleicht in die Gesamtkalkulation mit einfließen lassen. Es gibt immer wieder Kunden oder Auftraggeber, die meinen, man könnte ja mit 100 oder mit 200 Accounts hier eine ganze Menge Termine generieren. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich kann nicht, mal überspitzt gesagt, 100 Accounts auf den Tisch legen und dann erwarten, dass ich 50 Termine in 2 oder 3 Monaten generiere. Ja? Und mit so einer Erwartungshaltung, wenn ich an eine Agentur oder einen Dienstleister herangehe, ja, oder auch intern, ist völlig egal eigentlich grundsätzlich, dann muss ich halt nicht sozusagen enttäuscht sein, wenn es ja, nicht ganz so viel sind. Ja? So viel, soweit, so gut zum Thema Konvertierung und in Telefonakquise extrem wichtiges Thema auch, genauso wichtig wie im digitalen Marketing, also im Online-Marketing. Da wurde es meist, ja, dieses ganze Tracking und alles, ja, die Software mittlerweile alles übernimmt und immer mehr. Und ja, so viel, so weit, so gut. Bis zum nächsten Mal, hat mich wieder gefreut. Bis zum nächsten Video, ich wünsche euch viel Erfolg und Happy Hunting. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas Klein.